Jetzt ist es bald wieder soweit. Die Ipsiade, weit über die Grenzen hinaus bekannt, startet am 4. April mit dem diesjährigen Kabarettprogramm. Renommierte Größen als auch Newcomer aus der Kabarettszene stehen dann in der Ipser Stadthalle auf der Bühne. So wird das Mostviertel bereits zum 35. Mal wieder Hotspot für grandiose Künstler. Das Lachen steht dieses Mal im Fokus. Erstmals beginnt die Ipsiade bereits vor der Premiere mit einem Lachworkshop. Wir treffen auf die Organisatorin des ganzen Kulturfestivals, Eva Zemanek. Wir haben ein buntes Ipsiade-Programm, so wie jedes Jahr. Ich als Frau fange natürlich gleich einmal mit den Damen an. Wir freuen uns auf Ina Regen, wir freuen uns auf Caroline Athanasiadis, auf Nadja Mallet. Und dann haben wir natürlich viele Jungkapazunder wie den Michael Buchinger, wie den Benedikt Mittmannsgruber. Wir haben deutsche Stars wie den Olaf Schubert oder den Michael Mittermeier. Er war in den Anfängen der Ipsiade bereits dabei. Wir haben aber auch Fifi Piesecker und Tini Keinrad mit einem musikalischen Programm. Und die verschiedensten weiteren Programmpunkte bitte unbedingt auf www.ipsiade.at gehen, das gesamte Programm anschauen und reinschauen überall. Teilweise gibt es nur mehr Restkarten, aber es gibt auch noch genug wunderschöne Karten und wir freuen uns auf euren Besuch. Ganze 21 verschiedene Veranstaltungen stehen heuer am Programm. So bunt gemischt, dass sicher viele Geschmäcker getroffen werden. Warum die Ipsiade für Ips so wichtig ist, weiß die Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Ja, das ist die 35. Ipsiade, 35 Jahre, ein bisschen leise, das ist eigentlich das Motto. Wir haben so viele Besucher jetzt schon, die Karten gekauft haben wie noch nie. Und das ist ein tolles Aushängeschild für unsere Stadt. Ich kann sagen, das ist eigentlich die 5. Jahreszeit bei uns in Ips, die Ipsiade. Weißt du, wie man richtig lacht? Die Ipsiade hat für heuer sogar einen Lachworkshop organisiert. Ja, das Motto ist heuer Lachen und Karikatur und wir haben ja einen Tag, bevor die Ipsiade beginnt, einen Lachworkshop, ein Lachseminar im Babenberger Hof, wo man mal so richtig das Lachen üben kann. Und ja, das ist das Motto der Ipsiade und wird uns ein ganzes Monat lang verfolgen und auf das freue ich mich besonders. Ips ist bekannt für die Ipsiade. Das Ambiente direkt an der Donau macht diese Location zu einem perfekten Austragungsort. Grundsätzlich macht diesen Standort besonders die Lage hier an der wunderschönen Donaulände. Es ist einfach ein Ambiente, wo sowohl Künstler als auch die Zuseher auf ihre Kosten kommen. Und es ist etwas Einzigartiges, was es eigentlich außer dem Brucknerhaus in Österreich nirgends anderswo gibt. Die Ipsiade glänzt auch dieses Jahr wieder mit einem tollen Programm. Viele BesucherInnen kommen deshalb auch immer wieder zurück, meint Kulturstadtrat Peter Bleski. Ich denke, der Hauptgrund ist das besondere Programm, das geboten wird. Eine sehr gute Mischung für jung und alt, für männlich und weiblich. Und ich glaube, dass wir mit dieser Mischung schon über viele Jahre wirklich immer wieder ins Schwarze treffen. Die heurige Ipsiade startet am 4. April und endet am 4. Mai. Gemeinde TV wird die Ipsiade auch heuer wieder begleiten und laufend darüber berichten.